Dieses ist eine stereotaktische Maske. So sieht diese stereotaktische Maske in ihrem Urzustand aus. Diese beiden Teile der Maske werden dann in ein Wasserbad gelegt und angewärmt, sodass man es dann danach direkt an den Patienten anformen kann. Diese stereotaktische Maske besteht aus zwei Teilen. Einmal aus der hinteren Kopfschale, die man hier sieht, die direkt an den Patienten angeformt wird, nach seiner Kopfform und seiner Halsform. Die kommt dann hier auf dieses Lagerungsequipment drauf. Und danach, wenn der Patient dort drin liegt, kommt die zweite Maske. Und diese wird auch an seinen Kopf angeformt und dann mit diesen Plastikpinöppeln fest montiert. Und dann können wir den Patienten so entsprechend lagern, das CT machen und bestrahlen. Dann stellen wir mit dem Lasersystem, was man hier sieht, einen bestimmten Punkt auf der Maske ein. Diesen Punkt am CT nennen wir Origin oder Ursprung. Das ist der ursprüngliche, der Anfangspunkt, von dem aus wir alle weiteren Punkte dann auch definieren. Wenn ein Patient zum Beispiel an einem rechtsfrontalen Tumor bestrahlt werden sollte und wir wollen unser Isozentrum, wo wir dann die Bestrahlungsfelder drauf richten, nicht hier am Ursprung haben, sondern hier rechts vorne, hätten wir einen bestimmten Verschub dreidimensional zu diesem Isozentrum von dem Origin aus gedacht. Das Isozentrum wird dann aus dem Bestrahlungsplan der Verschub bestimmt und bei der ersten Bestrahlung auf den Patienten mit dem Tisch verschoben und dann neu angezeichnet. So sieht ein Wasserbad aus, in dem dann die Masken warm gemacht werden, damit man sie danach anpassen kann. Das Wasserbad sollte möglichst um die 28 Grad haben, dann wird die Maske hineingelegt und nach wenigen Minuten kann man sie herausnehmen und dann direkt an den Patienten anpassen. Dieses ist das Lagerungsequipment, mit dem wir die Patienten lagern, die bei einem Tumor im Kopf-Hals-Bereich bestrahlt werden. So sieht das Maskenmaterial ursprünglich aus, dann wird es in einem Wasserbad warm gemacht und dann an den Patienten angepasst. So sieht dann eine fertige Maske aus. Der Patient wird hier hingelegt, hier liegt sein Hals, hier liegt sein Kopf. Dann wird die warm gemachte Maske direkt an den Patienten angepasst und mit diesem Plastikpinöppelchen dann an der Lagerungshilfe fixiert. Genauso wird danach auch das CT gefahren und später auch die Bestrahlung. Wie man sieht, kann man hier genau die Form des Patienten nachfahren. Hier an dem schwarzen Punkten wurde das Origin markiert, das heißt, das Lasersystem vom CT wurde hier markiert und in der Mitte ein virtueller Punkt festgelegt. Das rote Kreuz ist dann das Kreuz von dem Isozentrum. Mit dem Bestrahlungsplan wurde festgelegt, dass der Punkt, auf dem dann die Felder lokalisiert werden, das Isozentrum an einer etwas anderen Stelle ist. Der Verschub wurde am Beschleuniger realisiert und dann die Laser neu angezeichnet. Die blauen Anzeichnungen sind die Feldgrenzen, die man von dem Lichtfeld von dem Beschleuniger aus sehen kann, damit man jedes Mal kontrollieren kann, dass man auch wirklich an der richtigen Stelle ist. Da jeder Patient natürlich einen etwas anderen Kopf und etwas anderen Hals hat, haben wir verschiedene Kopfschalmodelle. Es gibt welche, wie dieses hier, mit etwas höherer Beule, etwas niedrigerer und unterschiedliche Arten. Damit man sie nicht verwechseln kann und dem Patienten die falsche gibt, sind diese farblich markiert. Wenn ein Patient zum Beispiel mit einem Morbus Bechterew oder einer anderen Erkrankung in keine der Standard-Kopfschalen passt, kann man auch eine individuelle Kopfschale machen, indem man dieses im Wasserbad warm macht, hier reinlegt und dann auch direkt an den Patienten anpasst. Es gibt auch verschiedene Keile, die man hier reintun kann, wenn der Patient beispielsweise etwas unbeweglicher in der Halswirbelsäule ist und kann dann auch so die Maske bauen. Nur je höher der Keil ist, umso mehr wird das Maskenmaterial von unten nach oben auseinandergezogen und umso instabiler wird die Maske, sodass wir am liebsten immer ohne diese Keile bestrahlen. Dieses beides ist sogenanntes Bolusmaterial. Wozu verwenden wir das? Wenn wir einen Patienten haben mit einem Hauttumor, haben wir, wenn wir mit einem Strahl drauf bestrahlen, als erstes einen Aufbaueffekt in der Haut, sodass wir eine niedrigere Dosis in der Haut haben als wenige Millimeter darunter.
Bei vielen Bestrahlungen ist es natürlich sehr gut, wenn wir im Beckenbereich bestrahlen, bei der Lunge, beim Mammakarzinom, kommt in der Haut, einem Risikoorgan, weniger Dosis an. Wenn diese Haut natürlich beim Hauttumor mein Zielgebiet ist, ist das natürlich nicht mehr günstig. Dann legt man ein wasseräquivalentes Material auf die Tumorstelle. Dadurch findet der Aufbaueffekt im Bolus statt und ich habe 100% der Dosis dann in meinem Hauttumor. Dafür gibt es einmal dieses Bolusmaterial, das ist ein weicher Gelbolus, der natürlich bei so etwas wie einem Unterarm sich extrem gut anformen lässt. Wenn ich natürlich etwas komplexere Formen hätte, wie zwischen den Fingern, dann komme ich dort natürlich mit diesem Bolusmaterial schlecht hin. Dafür gibt es dann den sogenannten Plastikbolus. Dieser wird im Wasserbad warm gemacht und ist danach genauso anformbar wie auch das andere Maskenmaterial, was wir ansonsten verwenden, und kann dann an jegliche Form angepasst werden und wird dann auch genauso hart wie dieses Maskenmaterial. Das heißt, je nachdem, was wir bestrahlen wollen, nehmen wir mal das eine oder das andere Bolusmaterial.